So, meine Lieben, jetzt seid ihr natürlich dran. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Freitag, natürlich letzten Tag bei Arbeit bei den meisten. Ich persönlich war heute nicht arbeiten, weil, naja, kränklich, krank gehe ich nicht arbeiten. Ne? So, einen Moment noch. Doc Azzarola, ich grüße euch natürlich alle, ne? Ganz klar. Doc Azzarola, moin aus dem Winterland. Echt? Bei mir hat es ein bisschen geschneit, aber nicht viel. Otto Rahn, moin moin, Marcello und alle. UK, er ist recht leise, oder? Echt? Oh Mist, verdammt. Ja, so, so jetzt ist besser. Verdammte Mist, jetzt habe ich das erst gemerkt. Naja, was soll's. Ich hoffe, jetzt ist es besser. Grüße, ihr Kryptos. Ja, sehr leise. Grüße in die Runde. Ach, da kriege ich auf YouTube wieder einiges zu hören. Du meine Fresse. Scheiße. Sanremo, sonnige Grüße von der Insel. Grüß dich. 23, ich verstehe nichts. Hallo MC, Grüße an alle. Mist, da muss ich mir das gleich nochmal angucken, wenn wir fertig sind. Und dann muss ich entscheiden, ob ich das nochmal neu mache mit den News oder eher drauf lasse. Ne? Marian, guten Abend MC und alle. Guten Abend. Kaleido, Daniato, hallo an alle. XRP-Jünger. Anton, bitte die Lautstärke nach oben regeln. Ja, Mist, ich habe nicht drauf geguckt und jetzt... Neo-Krypto, Abend Marcello, etwas leise heute. Ardon, moin zusammen. Wenn man beim XRP-Ledger auf der Seite die Legende öffnet, auf dem Mainnet steht da Onnow und Pseudo-TX. Ist das neu? Moment, da muss ich mal gucken. Ich gucke da mittlerweile im Moment wenig drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Mainnet... Also, ich habe das hier nicht stehen. Wenn man auf der Seite beim XRP-Ledger auf die Seite die Legende öffnet, auf dem Mainnet, steht da, und genau, also du siehst, bei mir steht da nichts. Naja, gut. Hast du was Spezielles? Doc Azzarola, kann er alles nochmal wiederholen? Ja, ich werde das nochmal alles wiederholen auf YouTube. Da werde ich mir nochmal Mühe geben. Ich werde nochmal ein Video machen. Und dann ist es perfekt. Moos, grüß dich MC. Ach was, D. Hallo Perle und Co. JF, gerade eine Mail erhalten. Was sind das für Vollpfosten? Ein Gejammerer. Unglaublich, da geht nichts mehr. Viel Spaß allen. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Also ich habe das Geld schon abgeschrieben und war eine Lehre wert, ne? Daniator, ja, heute zu leise. Ja, Mist, so eine Kacke. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich dachte, ich hätte das schon eingestellt. Rob, Grüße an dich und die Runde. Bernhard, muss in mir ein Hörgerät kaufen. Zu leise. Ja. Wubal, hallo MC. Gestern war ich live dabei, aber ich konnte euch nicht grüßen. Das heißt heute doppelt. Hallo zusammen. Grüß dich. Dann Remo, geht nicht an mich. Mike, hallo. Dann Buona Sera, Fardello, Mio, MC. Grüße dich. Producer Club, hallo MC und Grüße an den Rest der Räuberbande. Zum ersten Mal gechattet, Zaubervogel, grüß dich. Moin, moin, wurde hier schon mal das Keystone 3 Pro Wallet angesprochen oder hat das zufälligerweise jemand? Nee, ich hab's nicht und wie gesagt, ich kann nicht drüber reden, wenn ich es nicht selber habe. Brillicoin, hallo MC und alle zusammen. Brillicoin, wir haben Schnee. Mir hat es noch ein bisschen gekriselt. Ares. Hi und alle. Und MC. Producer Club, Terra Luna läuft mal wieder. Weiß jemand warum? Naja, wie gesagt, ich habe es ja schon vor Monaten gesagt. Wenn sie es wirklich schaffen, sich wieder an den Stablecoin zu binden, mehr Verwendung, mehr Verbrennung. Mehr pumpt natürlich auch. Was willst du mehr? Ne? Sie bewegen den Arsch jetzt endlich in die richtige Richtung. Weltglück. Ich habe mir da die Finanzzyklen seit 1865 angeschaut. Also Bodenbildung war 2005, 2012, 2023 und wir auch und wird auch 2023 sein Höhepunkt. Waren 1999, 2007, 2016, 2019, 2026, 2034 und 2035. Wie
ich immer sage, 2026 wird es kommen. Warten wir einfach mal ab. Ich gehe eher aus, dass wenn Clawback und der Market Maker fertig sind, natürlich integriert sind, vielleicht noch eine kleine Testphase von ein, zwei Monaten läuft, dass es dann gestartet wird. Prinz von keine Ahnung, hallo MC und die Gruppe Brillicoin. Ich überlege, meine Satoshis zu verkaufen. Sind schon über ein Jahr alt. Das Geld bringt in Altcoins mehr, oder? Das musst du entscheiden im Endeffekt immer. Und das kann dir keiner sagen. Und ich werde mich hüten zu sagen, ja, mach es oder mach es nicht. Das ist so eine Frage, die kann ich dir leider nicht beantworten. Lundin, hallo, XRP Club und MC. Schönen Abend alle zusammen. Dankeschön. Johannes. Hallöchen, na, da hab ich doch mal verpasst, euch zu begrüßen vor lauter Lesen. Was ihr vor dem Start geschrieben habt. Eins noch, ich bin voll bei 23. Man darf ja träumen. Natürlich, absolut, absolut. Deswegen investieren wir ja auch in die Kryptowelt. Aber wie gesagt, man muss schon genau recherchieren, in was man sein Geld eben halt reinsteckt, ne? Weil nur weil jemand auf YouTube was sagt oder ich was sage, von wegen geiler Coin habe ich auch in meinem Portfolio, heißt es nicht, dass es auch geile Kurse geben wird, ne? Und da sich Single Bear schon verabschiedet hat, darf ich es aussprechen, ohne als Idiot abgestempelt zu werden. XRP wird vor dem 1.6.24 dreistellig. Das ist nur meine Meinung, keine Anlageberatung. Hopp, hopp, 23. Auch Luna Classic ist gut. Da geht's aber noch, bis der uns zum Millionär macht. Wie gesagt, Johannes, ne, das Problem ist jetzt wirklich bei Luna Classic, wie will man den einschätzen? Die haben jetzt erstmal einen guten Stück wieder vorangetrieben, das System, ne, mit der Bindung an dem Stablecoin, gar keine Frage. Aber man muss einfach geduldig bleiben. Ne? Natürlich, vielleicht hat Russia ja auch recht und er geht über 100 Dollar. Wenn die die Coins vom Markt nehmen, klar, gar kein Thema. Aber ob das so kommt, weiß keiner. Also ich rechne mit Luna Classic tatsächlich erst im nicht der Bullenmarkt, der jetzt kommt, sondern darauf der, dass der da richtig schmutzig wird. Aber wenn er tatsächlich wirklich den 1 Dollar erreichen sollte oder die 50 Cent in diesem Bullenmarkt, wäre natürlich eine riesen Überraschung. Ich würde mich natürlich auch freuen. Aber warum nicht? Warum sollte er es nicht schaffen, dass er die 100 Dollar erreicht oder die 20 Dollar? Okay, das finde ich sogar ein bisschen sehr hochgegriffen, aber wenn jemand da diese Meinung hat, wer weiß. 23 hat ja auch geschrieben, ne? Wahrscheinlich wird der Luna Classic uns ja auch eher zum Millionär machen, als dass es XRP schafft. Wer weiß. Wie gesagt, 50 Cent, jeder hat mehr als, ich schätze mal, 1, 2 Millionen Luna Classics. Würde ja schon reichen, ne? Aber da würde ich einfach ganz entspannt sein. Max Mumpel, namensam und Prost in die Runde, sprichst recht leise. Na, gute Besserung. Ja, ich werde noch mal ein extra Video machen, wegen YouTube jetzt, wegen den News, oder soll ich das noch mal bringen? Kann ich auch noch mal bringen, weil jetzt müsste ja die Lautstärke eigentlich gut sein. Wenn ihr es noch mal aushaltet, bringe ich es noch mal jetzt schon. CK, hallo alle zusammen und hoch die Hände, Wochenende. Ich hoffe, dir geht's besser. Nee. Deswegen war ich heute auch nicht auf der Arbeit. Ich bin auch nur halbwegs fit, weil ich mich mit Medikamenten voll gepumpt habe heute. Empower, das Problem ist ja, dass die Validatoren aus Protest nicht ja stimmen. David Schwarz hat schon vor dem Update gesagt, dass der AMM eigentlich schon fehlerfrei fertig ist. Ja, aber ein Validator hat ja gesagt, von wegen, da gibt es noch gewisse Fehler, der läuft nur zu 85% und das ist natürlich nicht ausreichend. Ne? 100% muss immer gewährleistet sein. Das Problem ist nur mit den Validatoren, weil die ja ein bisschen rumzicken, weil einer natürlich oder mehrere natürlich ein bisschen finanziert werden von Ripple. Da muss man aber auch sagen, die entwickeln auch Programme, ne? Für den XRP-Ledger. Dass da natürlich ein bisschen Geld fließt, ist ja natürlich, ne? Dass Ripple dann die unterstützt. Ich schätze mal, die werden bald aussortiert werden. Ne? Da werden sich einige Validatoren zusammentun mit Ripple zusammen und sagen ganz klipp und klar, nee, die können wir nicht mehr tragen. Ne? Weil sowas darf auch nicht im System sein, in so einem System. Ne? Also diese Kinderkacke, was sie da abziehen, ganz ehrlich, dann schmeißt sie raus und fertig. Ich stelle mich auch gerne hin.
Ich müsste jetzt eigentlich nur noch irgendwie einen Atombunker reinkommen, mit Ökostrom, den das alles laufen lassen, und dann hat sich's. Johannes, ups, jetzt bin ich aber erschrocken. Plötzlich schreist du mich an. Aber ich habe doch nichts gemacht, musste nicht so rumschreien. Ja, ich habe wieder mal ein paar Probleme gehabt. Tut mir leid. Startrampe, Namen allerseits. Leider zu spät. Hatte noch Familienzusammenkunft. Oh, ist doch schön. Also wie gesagt, wenn ihr wollt, mache ich nochmal gleich die News nochmal von vorne und... Nee, dann müsste ich das ja wieder hier stoppen. Das wäre auch Kacke. Das wäre auch wieder doof. Dann mache ich die einfach zum Schluss nochmal. Wäre auch eine Möglichkeit. Ardodon, nicht das Netzwerk auswählen. Relativ in der Mitte grün. Schritt Heid Legende. Da drauf. So, relativ Mitte. Also ich sehe da immer noch nichts. Ich bin wahrscheinlich echt irgendwie ein bisschen zu blöd. Ich bin da echt zu blöd für den Moment. Heid Legende da drauf. Bin ich. Nee, Show Legende nicht. Ach so, hier meinst du. Ach, bin ich blöd. Nee, das gibt's schon seit ein paar, ich glaube seit 2 Wochen müsste es, glaube ich, sein. Oder länger. Die beiden, die gibt's schon länger. Aber wofür das jetzt sein soll, kann ich dir leider auch nicht sagen. So. Empor, Terra Luna hat ja irgendwie Billionen Coins. Es ist realistisch für die Billionen zu burnen. Ja. Ja. Es ist wirklich, sie sind ja auch schon dabei. Ist natürlich sehr zaghaft noch gewesen am Anfang, aber jetzt, wo sie natürlich an den Stablecoin gekoppelt sind, denke ich schon, dass noch mehr Verwendung und natürlich noch mehr kommt. Jetzt zum Beispiel die Validatoren bei Terra Luna, die kriegen ja jetzt auch eine Prämie endlich wieder, ne? Und von dieser Prämie wird prozentual natürlich auch wieder Coins verbrannt. Und wie gesagt, alleine Binance hat ja 1 Billion Luna Classic. Ich meine, wenn sie die einfach zum Hot Wallet schicken von Terra Luna, dann würden sie die auch verbrennen. Es ist natürlich machbar. Ob das jetzt in der kurzen Zeit jetzt noch bis zum nächsten Bullenmarkt machbar ist, auf 1 Milliarde runterzubrennen, lasse ich mal dahingestellt. Deswegen sage ich auch eher nicht in diesem, sondern im nächsten Bullenmarkt, den wir erwarten, könnten sie tatsächlich dieses Ziel erreichen. Symphonikus, guten Abend, Marcello. Du kannst den Ton nachträglich lauter machen. Einfach die Tonspur bis dahin markieren und auf Normalisieren klicken. Das müsste eigentlich mit jedem Software gehen. Musst also nicht nochmal aufnehmen. Viele Grüße. Puh, ja, da muss ich mal gucken, ne? Aber ich glaube, ich nehme das einfach normal auf für YouTube dann und fertig hat sich's. Trotzdem danke. Xapri, Spreewaldgurke, da zockt man ganz entspannt SpongeBob auf der PS5 und plötzlich schreit MC, liebe Grüße aus dem Spreewald. Ach so, du zockst nebenbei auch noch. Ah, geil. Seidenblitz, ich bin total eingeschnürt. I, eingeschneit. Echt? Oh, da habe ich es ja wieder gut im Norden, wa? Startrampe. Gerade den Schnapspralinen Adventskalender geöffnet. Denkt da nur ein Türchen, ne? Nicht 24. Startrampe, edle Tropfen mit Nuss. Kann dir gerne welche abgeben. Ich komme gleich vorbei. Du bist sowieso irgendwie einer meiner ersten Anlaufpunkte in Deutschland, weil bei dir weiß ich, werde ich gut versorgt. Essen, Trinken scheint gut zu sein bei dir. Galeido, ich glaube, ich werde bei Luna Classic auch noch einmal ein 100er Spielgeld investieren. Sonst ärgere ich mich später, falls da noch doch noch was in Richtung 50 Cent oder so geht. Ja, wie gesagt, ne, also es könnte, aber es könnte auch erst nicht in diesem, sondern im nächsten Bullenmarkt kommen. Brillicoin, okay, dann anders. Ab welcher Menge Satoshis lohnt es sich, die weiter zu holden? Es kommt drauf an, wie viel Geld du mit denen verdienen möchtest und dem
was für einen Kurs die erreichen müssten, damit du die Summe X eben halt sagst, ist okay, da kann ich verkaufen. Hör, also ich hatte alles verstanden. Okay. Ja, ich muss mir das im Nachhinein mal anhören und wenn das wirklich zu leise ist, dann muss ich eben noch mal ein neues Video machen und fertig, ne? Doc Azzarola, wer will, kann ja dann das YouTube-Video ansehen. Ah, ja. Startrampe, meinen Satoshis werde ich vorerst nicht abgeben. Ich hoffe auf meine Altcoins für meine finanzielle Freiheit. Die Satoshis könnten in einigen Jahren Gold wert sein. Uber, so leise war auch nicht. Dankeschön. Brillicoin, so langsam bin ich wieder FOMO. Geht das nochmal runter? Ich glaube nicht mehr. Bin ja FOMO. Also es gibt für mich eigentlich nur zwei Szenarien, warum es nochmal richtig runterknacken könnte. Da sagen wir drei. Erstens, irgendeine Börse würde wieder hops gehen. Könnte passieren. Wir reden von der Kryptowelt. Eine größere. Oder Hackangriff, ein großer. Zweitens, der Aktienimmobilienmarkt würde zusammenbrechen. Da weiß man nicht, wie der Kryptomarkt reagieren würde. Könnte dann also auch passieren. Und drittens, man würde Tether verbieten. Dann würde es richtig runtergehen. Dann ist Bitcoin auch wieder bei 1000 Dollar. Nur diese drei Sachen würde ich sagen, okay, würde den Markt richtig einschüchtern. Im Moment ist es so, wegen dem Bitcoin-ETF halten alle so gut es geht ihre Bitcoins, ist ja klar. Die Großen spielen damit ein bisschen rum, deswegen geht es auch immer wieder ein bisschen runter, aber tendenziell, wir sind im Aufwärtstrend und es wird weiter nach oben gehen. Wie weit? Ich hoffe natürlich, dass Bitcoin tatsächlich die 40.000 diesen Monat schafft, aber müssen wir sehen. Johannes, nein, MC, du musst es für uns nicht mehr wiederholen. Es hat ja sicher jeder den Sound lauter gestellt. Also ich schon. Okay, er muss ich mir nur noch mal angucken, wie es auf YouTube läuft, ne? Startrampe, ich möchte vor Weihnachten auch noch ein wenig Weihnachtsgeld in Coins und Tokens umnutzen. Ja, ist keine schlechte Idee, ne? Also wie gesagt, ich bin mit Weihnachtsgeld, Geburtstagsgeschenken, Nikolausgeschenken bin ich durch. Also ich habe noch ein bisschen was übrig, aber ich schaue noch ein bisschen. Ne? Symphonikus, Satoshis Nakamoto gilt als der Erfinder von Bitcoin. Es soll sich ja um mehrere Personen handeln. Psst, richtig. Unter anderem auch David. Ja, vielleicht. Dieser hat ja mal gesagt, es gäbe eine Lücke im System und man könnte unbegrenzt Bitcoin hinzufügen. Ist es da nicht gefährlich, überhaupt in Bitcoin zu investieren? Schließlich gibt es keinen, dem man vertrauen könnte. Vielleicht geht alles zu einem bestimmten Zeitpunkt auf Null. Ist schon merkwürdig, ne? David sagt immer von wegen, er ist ja keiner der Bitcoin-Erfinder, aber kennt diese Lücke, er kennt dieses Sicherheit, dieses, naja, Sicherheit nicht, diesen Systemfehler, wo man wirklich unendlich Bitcoins ja herstellen könnte. Von daher, es ist natürlich Risiko, ne? Falls das wirklich irgendwann mal ausgenutzt werden würde, ich sag mal, wenn die ISO-Coins zum Beispiel oder überhaupt Coins, die in Verwendung kommen, der Markt ändert sich ja und die Coins, die ja tatsächlich mit ihren Systemen in der realen Welt eine vernünftige Verwendung finden und auch durchgezogen wird, werden natürlich an Wert steigen. Jetzt zur Zeit brauchst du noch Bitcoin. Aber was ist dann? Wenn die Verwendung da ist für den Markt. Das heißt nicht mehr dieses Pump-and-Dump-Spiel auf Spekulation, sondern man investiert eher in Coins, weil die Systeme dahinter wirklich eine reale Anwendung hat. Braucht man dann noch Bitcoin? Muss man sich mal fragen, ne? Aber es wird jetzt nicht dieses Mal passieren, das Risiko ist null, denke ich mal. Aber so für die nächsten 10, 20 Jahre sollte man sich das wirklich stark überlegen, dann in Bitcoin zu investieren. Sanremo, diese Angst habe ich auch. Das wird aber nicht passieren, solange unsere Hauptcoins nicht in der Verwendung sind. Ne? Also VeChain, XRP auf jeden Fall. Solange das nicht richtig vernünftig funktioniert, dass durch die Verwendung der Coin natürlich richtig an Wert gewinnt, glaube ich kaum, dass das passiert. Brillicoin, genau. Man kann doch lauter drehen. So leise war das nicht. Mach dir keinen Stress, MC. Okay. Ja, ich höre es mir nochmal lieber vorher nochmal an. Trotzdem vielen Dank. Startrampe, wenn XRP auf vierstellig geht, kann von mir aus Bitcoin auf null gehen, aber eher keinen ganzen Bitcoin.
Die Leute sollten lieber Angst haben, es gibt ein Wallet mit 1 Million Bitcoins. Gehört Satoshi Nakamoto. Wer weiß, was damit passiert? Also es gibt viele Gefahren, was Bitcoin betrifft natürlich, was den Markt natürlich auch betrifft. Ne? Weil wir wissen ja, solange es Bitcoin gut geht, geht es uns gut. Solange keine Anwendung da ist, müssen wir einfach hoffen, dass natürlich Bitcoin weiter wächst. Und solange das noch der Fall ist, sollten wir froh sein, wenn Bitcoin steigt, sage ich immer wieder. Seid froh. Sanremo, darum habe ich fast alles an Bitcoin verkauft, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass er in diesem Bullrun noch ordentlich zulegen wird. Ja, ich schätze mal schon. Also, wenn er wirklich die 40.000 diesen Monat schafft, dann sehe ich ihn so Februar bei 50, 55.000 Dollar. Johannes, ja, wir sind in Rheinach heute auch eingeschneit worden. Ich habe fast 1 Zentimeter Schnee auf dem Dach. Puh, Gott sei Dank, ich nicht. Das bisschen, was hier runterkam, das ist lächerlich, dieser Pulverschnee. Aber bei uns in Südbaden ist der Schnee nicht liegen geblieben. Nur circa eine halbe Stunde hatte alles eine Puderzuckerschaube. Ja, das bleibt noch bei mir liegen. Mr. Swiss Crypto, hallo MC. Holla MC. Hallo zusammen. MC steht unter Drogen und Pharma. PS, nimm weniger. Das ist aber legal gewesen. Ne? Das habe ich vom Arzt verschrieben gekriegt. Also ich bin nicht an die Ecke gegangen bei irgendeiner komischen Figur und habe da was gekauft. Sanremo. Wenn es Probleme bei Bitcoin geben sollte, dann gibt es niemanden, den man belangen könnte. Das ist für mich ein Problem. Ja, da hast du recht, ne? Weil diesen Fehler könnte wirklich jeder finden. Natürlich ich sag mal, die Hackergruppe zum Beispiel Anonymous würde es niemals ausnutzen, weil die Bitcoin brauchen. Andere Hackergruppen genauso, die was von sich halten und groß sind. Also da müsste man sich keine Sorgen machen. Aber wer weiß, ne? Vielleicht gibt es irgend so einen kleinen 14-Jährigen oder 14-Jährige, die bei Mami da irgendwo im Keller ihren Rechner hat und da rumfummelt und ein kleines Genie ist und das dann findet und ja, auf den Knopf drückt. Ne? Das könnte natürlich passieren. Aber ansonsten würde ich mir keine Sorgen, was das macht. Erstmal noch nicht. Startrampe, naja, aber BlackRock würde bestimmt alles dran setzen, um dem Verantwortlichen zu erwischen. Aber wenn im nächsten Bullen Run, also Bullenmarkt, Bitcoin mehr als ein dreimal macht, werde ich mich von den Satoshis trennen. Das muss ja jeder für sich entscheiden, ne? Daniator, das Witzige ist, dass ich wieder meinen Einstiegskurs von 56 Cent habe. Also, ich mache erstmal 2 XRP gekauft. Also, ich meine erst denn 2 XRP gekauft habe, bestimmt ein gutes Zeichen. Oh, mal abwarten, ne? Ich hoffe natürlich, aber hoffen wir einfach mal nur, dass das System noch dieses Jahr fertig wird und es dann nächstes Jahr natürlich losgeht. Sanremo, stellt euch vor, dieser Satoshi Wallet wird geöffnet und alle Bitcoins wären auf einmal auf dem Markt. Jo, da haben wir Bitcoin bei 10.000 und die anderen Coins, ja, würde ich sagen, Shoppingzeit, ne? Dann vielleicht kauft David von den Satoshi Wallet ja auch XRP, bevor er den Schalter umlegt. Diese Theorie gab schon 2018, ne? Du wirst jetzt lachen. Es gab tatsächlich diese Theorie, dass David und Jed McCaleb und zwei andere tatsächlich auf das Wallet zugreifen, das auf den Markt schmeißen, sprich, sie verkaufen die 1 Million Bitcoins auf einmal. Und kaufen gleichzeitig von dem Geld, während es runtergeht, natürlich XRP, um ihn zu stabilisieren und ihn nach oben zu ballern. Ne? Machbar ist es. Stellt euch mal vor, 1 Million jetzt bei dem Kurs, den Bitcoin hat, was dann in XRP fließen würde, na, wünsche ich jedem viel Spaß. Ne? Johannes, habt ihr alle Weihnachtsbonusgeld? Ich bekomme dann nichts, keine Rentenbonus, einfach nur die normale Rente. So eine doppelte Rente, ja, die würde ich auch gleich nochmal in Coins umwandeln.
Ich habe ein bisschen was gekriegt, aber du musst auch bedenken, ich musste natürlich auch wieder was davon abdrücken an Steuern, nicht? Weil wir arbeiten ja in Deutschland irgendwie komischerweise 13 Monate und nicht 12 Monate, wenn es darum geht. Dann Remo, die Zukunft im Kryptomarkt liegt bei der Utility Coins. Ja, richtig. Ja, deswegen sage ich ja, diese Mimi Coins, die werden dann irgendwann richtig verschwinden, ne? Und das massenhaft und schnell. Daran wird. Zum Glück habe ich fast nur Utility Coins, außer zwei Spaßinvestment von jeweils 200 Euronen in Shiba und Dodge. Ich würde Shiba sogar noch nicht mal mehr dazu zählen, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, ich werde mir nie welche kaufen. Aber ich würde ihn schon gar nicht mehr zum Mimicoin zählen. Das, was da abgeht, was ich so nebenbei mitkriege, was Shiba betrifft, das ist schon ein starkes Stück, was da läuft. Also ich schätze mal, im nächsten Bullenmarkt, da wird der auch kräftig steigen. Er wird nicht die 1 Cent erreichen, das denke ich auch nicht, aber er wird sein Allzeithoch auf jeden Fall knacken. Malatis, hallo Babo, grüß dich. Startrampe. Für mich war dieser erste Bärenmarkt aufregend genug. Hoffe, mein Herz schafft den Bullrun unbeschadet. Ja, wenn du schon denkst, dass der Bärenmarkt aufregend war für dich, dann hol dir mal lieber Doppelherz schon mal ins Haus, ne? Ist jetzt keine Werbung dafür, aber meine Oma hat das immer genommen und es hat gut funktioniert für ihre Pumpe. Von daher, hol dir das mal lieber, weil das wird dann aufregend. Weil der Bärenmarkt ist einfach nur, ja gut, es geht runter. Also für mich persönlich ist er langweilig. Oh, es geht wieder runter. Oh, neuer Monat, ich habe ein bisschen Geld. Ja komm, stecke ich rein, ne? Entspannt einkaufen. Der Bullenmarkt ist, ja, du wirst es erleben. Sanremo, danke. Du kannst dich darauf freuen. Oh ja. Also freuen ist kein Ausdruck. Johannes, jo, 1 Zentimeter, aber nur auf dem Dach. Auf der Straße ist er nicht liegen geblieben. War ein Witzchen. Das letzte Mal, wo wir richtig Schnee hatten, war am 3. März 2005 mit 49 Zentimetern Schnee in 30 Stunden. Echt? So lange ist das schon bei euch her? Ich habe ein ganz falsches Bild, glaube ich, von der Schweiz. Daniator, ja, bekomme Weihnachtsgeld seit 1987. Oh, ich hoffe, es hat sich gelohnt für dich, ne? Seidenblitz, morgen bin ich am Weihnachtskekse backen und am Abend MC mit Kekse essen anschauen. Wie, nicht am Zocken? Hallo, du musst deinen Kanal ausbauen, du musst dranbleiben, ne? Habe ich schon heute erledigt. Weihnachtskekse backen. War auch schön mit Maske und Handschuhe, ne? Weil wenn man krank ist, ne? Man muss ja nicht die Kekse auch noch kontaminieren. Ich habe auch wenig getan diesmal dafür. Elias, hallo MC. Kalt? Ja. Mir ist schon seit 2 Tagen nur kalt. Ich habe die Heizung hier auf. Was? Mach die Heizung an. Ja, witzig. Ich habe die Heizung hier auf 4 gehabt schon. Mir ist immer noch kalt. Jetzt im Moment ist mir wieder warm. Es ist so wie Wechseljahre, ne? Ich habe das Gefühl, ich bin in den Wechseljahren. Könnte auch sein bei mir. Warum nicht? Ich bin 41. Vielleicht fängt das bei Männern ja auch an. Oder bin ich vielleicht kein Mann? Startrampe, morgen und übermorgen muss ich leider schon wieder arbeiten. Egal, werde ich auch wieder schaffen. Ja, natürlich. Also musst du dir immer eins vor Augen führen. Du gehst arbeiten. Ich komme jetzt nicht mit dem Rentenspruch, weil das ist Schwachsinn. Du gehst arbeiten für deine Kryptos. Und wenn der Bullenmarkt kommt, arbeiten die für dich. Startrampe, was mir ein wenig aufgefallen ist, die letzten Tage, man hört ja fast nichts mehr von Ethereum Gate. Ich hab's euch gesagt, es wird unterm Tisch gekehrt. Da sind die Reichen drin, da sind die Politikwelt ist da drinne. Da wird keiner irgendwie versuchen, das wirklich auch zu klären. Der das versucht, der ist 3 Meter unter uns dann. Da wird nichts kommen. Das könnt ihr vergessen. Ne, was hat man für ein Tamtam gemacht über den Social Medien, über Ethereum Gate, wo ich schon immer gesagt habe, ja, ist der größte Skandal im Endeffekt in der Kryptowelt, aber da wird nichts kommen, das wird nicht aufgearbeitet, um Gottes Willen. Der wirklich da was sagen möchte, darüber, was die Wahrheit betrifft, auch was er belegen kann, der kriegt Besuch. Den schnappen sie. Deswegen, da wird nichts kommen. Sanremo, in X gibt es genug über den Ethereum Gate? Ja, aber nicht offiziell bei den Behörden jetzt, sag ich mal, ne? Vor Gericht.
Da haben wir morgen früh um 4 Uhr ist die Nacht vorbei, aber um 14 Uhr bin ich dann wieder zu Hause. Ach du Schande. 10 Stunden arbeiten? Okay. Daniato, stimmt, Ethereum-Geld wurde unter den Tisch gekehrt, wie fast alles in der Finanzwelt. Ist doch normal. Es gibt doch keine Skandale, oder? Es gibt auch keine, es gibt ja nur Zufälle. Zika, ob du ein Mann bist, sehen wir, wenn du Bikini anhast. Meinst du? Könnte vielleicht sein. Kann ich dir aber nicht sagen, ne? Werden wir sehen. Dazu brauchen wir aber noch eine einzige Sache. Die fehlt noch, ne? Wissen wir ja. Und im Moment können wir noch davon träumen. Nicht davon träumen, von dem Kurs. Da dran, ich warte somit also auf einen zufälligen Zufall. Richtig, weil es gibt nur Zufälle in der Finanzwelt, wissen wir doch. Von daher, und wie sieht der? Oh, Bitcoin steigt weiter. Deswegen, man muss immer sagen, oh, hoffentlich steigt Bitcoin weiter. Wenn es Bitcoin gut geht, wird es uns auch gut gehen. Ne? XRP, jo, geht auch ein bisschen hoch. Luna Classic, den größten Shitcoin, seht ihr, der ballert noch weiter hoch langsam. Also von daher, was will man denn mehr? Ne? Und sonst, der komplette Markt sieht doch eigentlich recht gut aus. Ich wüsste nicht, warum ich heute sauer sein kann. Ich habe zum Beispiel auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich gewundert. Was ist los mit 23? Er ist nicht wütend heute. Das ist das erste Mal, dass ich nicht ihn von Anfang an gesehen habe. Und dann, ich bin wütend. Das kommt gar nicht. Ich bin beeindruckt, Junge, von dir. Ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast es endlich überwunden, nicht ständig wütend zu sein. So, Only XRP, MC, schau zwischen deine Beine, dann weißt du, was du bist. Ach, das muss ich machen. Ach so. Muss ich mal vielleicht nachher mal gucken. Vielleicht finde ich da ja was, ne? Wenn ich die Lupe raushole. Da dran. Und zufällig bin ich gut in den Zufallscoin XRP investiert. Ja, den darfst du doch gar nicht haben. Der geht doch sowieso auf Null, wissen wir doch. Da läuft doch überhaupt nichts. Guck dir doch das System an. Ja, Ripple hat Partnerschaften, aber ja, die verwenden auch dieses blöde Blockchain-System. Aber da bewegt sich doch nichts. CK, genau, ich träume lieber von dem Kurs. Ja, es ist auch besser. Ne? Das andere wäre ein bisschen merkwürdig, wenn du dann von was anderem träumen würdest. Obwohl, naja, Geschmäcker sind verschieden. Aber was soll man sagen? Machen denn? Sanremo, wer die Serie Billions gesehen hat, jo, der weiß, wie es in der Finanzwelt zugeht. Also ein bisschen, ne? Brillicoin, irgendwie mag niemand mehr arbeiten gehen. Ich aber auch nicht mehr. Ist genug. Meine schönsten Jahre sind fürs Arbeiten draufgegangen. Jetzt reicht's halt. 67 oder 70 zur Rente ist doch irre. Das können nur die machen, wo entweder es aus Leidenschaft machen oder es nicht müssen. Da gebe ich dir absolut recht, ne? Das ist Wahnsinn. Und dann, wenn du siehst, was du ja auch noch von der Rente dann kriegst, da denkst du dir auch, komm, ich bin 62, ne? Körperlich bin ich kaputt, komm, erschieß mich. Ich schaff's einfach nicht mehr. Schieß mich, weil so mit dem bisschen, was ich dann noch habe, weil ich nicht mehr arbeiten gehen kann, da brauche ich nicht mehr leben. Ja, das ist wirklich die größte Frechheit. Aber du siehst ja, ne? Mit vollen Händen geben sie die ganze Kohle aus. Ich meine, 1 Billion Steuergelder eingenommen und wir sind fast pleite gegangen. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach nur Wahnsinn, was da abgeht. Das kann auch keiner irgendwie mit vernünftigem Menschenverstand irgendwie nachvollziehen, weil man wird einfach nur wütend und man möchte zu denen hingehen. Und ich sage ganz ehrlich, ich würde denen am liebsten eine klatschen, wie die mit meinem Geld umgegangen sind. Weil es ist immer noch mein Geld. Die dürfen es verwalten, damit die das ganze System am Laufen lassen oder auch verbessern. Aber was die abgezogen haben, alter Schwede. Ja, so ist das mit den Besten der Besten, ne? UK 23 ist nicht mehr wütend, weil er mittlerweile einen gebrochener Mann ist. No, gebrochener Mann nicht. Ich schätze mal, er freut sich, weil er gesehen hat, dass auch sein Geld sich vermehrt, wenn er auch mal in sogenannte Scam-Coins wie Luna Classic zum Beispiel investiert. Ne? Da dran, wo lief die Serie Billions Sanrebo? Auf Sky zum Beispiel. Elias, eigentlich ist es immer
Berisch, wenn du auf Shoppingtour gehst, das erste Mal, wo du einkaufen warst und der Markt nicht gedumpt ist, mal sehen, was das zu bedeuten hat. Ja, ich bin selber erschrocken. Ne? Also ich werde jetzt auch wieder noch mal was, wie ich schon gesagt habe, ein bisschen was in Luna Classic reinpacken. Wahrscheinlich auch nur ein 100er, das reicht ja auch. Aber ich habe Angst, dass der Markt weiter steigt. Das Problem ist, ich möchte ja noch ein bisschen mehr kaufen, ne? Weil bei mir gibt es dieses nicht von wegen, ich habe genug. Bei mir gibt es erstmal nur, ja, es reicht erstmal, aber oh nee, ich brauche noch mehr. Ne? Und das von allen meinen Coins und Token, die ich habe. Für mich darf der Markt erst eigentlich steigen, wenn der Bullenmarkt beginnt. Sprich nach dem Bitcoin-Halving. Dann höre ich auf, dann ist auch alles gut. Aber das kann ich auch nicht zu 100% sagen, weil wenn die Kurse tatsächlich noch dementsprechend lecker sind, dann werde ich natürlich dementsprechend auch immer noch investieren. Ne? Das ist mir dann auch egal. Und wenn dann zum Beispiel der Bullenmarkt kommt, ich habe investiert und ich sag mal, der Bullenmarkt läuft nur 8 Monate und die Coins sind dann, ich sag mal, 10 oder 11 Monate nur. Habe ich die gehalten, ist mir dann auch egal, dann bezahle ich darauf auch Steuern. Ne? Das ist mir dann Latte. Weil der Hauptteil ist ja steuerfrei. Von daher, das bezahle ich dann auch gerne. Anton XRP, heute auf der Arbeit mussten ich mir anhören, dass alle Kryptos fake sind. MC, du kannst den Schalter umlegen. Sei doch froh, dass die Leute so denken. Sei doch froh. Ihr müsst bedenken, wenn bei einer Nation, es spielt ja keine Rolle, ob Deutschland, Schweiz oder Österreich. Oder Österreich hat es ja schon geändert, ne, mit den Steuern. Aber wenn die Masse in Kryptos investiert in einem Land, dann klar, kommen die Besten der Besten und sagen sich, oh, Moment mal, wo ist unser Geld davon? Dann würden die Steuern erheben. In Deutschland würde die 1 Jahre Haltefrist wegfallen und in der Schweiz würde dann auch nicht mehr 0,33% waren es, glaube ich, darauf fallen. Würden die eine Sondersteuer machen in der Schweiz? Gar keine Panik. Deswegen seid froh, dass die Leute noch so denken und sagen, oh nee, ne, und du bist einer der Vorreiter, der in Kryptos investiert hat. Deswegen, ich bin ja froh, dass die meisten immer noch sagen, von wegen, oh, Kryptowelt ist kriminell, manipulativ, volatil, da verbrennt jeder nur sein Geld. Ich bin sehr froh drüber. Soll auch so bleiben am besten. Johannes 23 und Single Bear haben sich heute zur gleichen Zeit verabschiedet. Sind die zusammen in den Ausgang gegangen, Fragen über Fragen. 23 ist auch gleich schon gegangen. Ich habe nur bei Single Bear gesehen. Okay. Ja, was soll ich dazu sagen? Muss jeder für sich entscheiden, ne? Laniator, Luna Classic war auch in der Prophezeiung vorhanden. Hatte ich hier, glaube ich, schon mal erwähnt. Also, wer da drin ist, dabei bleiben. Ich auf jeden Fall. Weil ich habe ja auch mir das Team angeguckt, ne, die ganzen kleinen, das sind nicht nur Asiaten da drin, ne, das sind auch ein paar Inder und Co. Und da ist wirklich auch so Leute da drin, die wirklich oder fast nur vom Fach sind. Und man sieht es doch auch, nicht nur jetzt an dem Punkt, ne, man sieht es doch auch in der Entwicklung, dass sie wirklich ein, man muss es ganz klipp und klar sagen, die Blockchain von Luna Classic war tot. Es war null Vertrauen mehr in das System. Und das, was sie jetzt schon geschafft haben, das ist Weltklasse. Deswegen, ich freue mich auf die nächsten Jahre mit Luna Classic, auch im Bärenmarkt. Interessiert mich nicht, wie weit das runtergeht. Ich halte den und ich warte dann den nächsten Bullenmarkt natürlich ab. Und da wird er genau sein Potenzial dann entfalten, in meinen Augen. Dass er dann die 100 Dollar schafft, muss man gucken. Ne? Das denke ich auch nicht. Aber so, ich könnte mir schon vorstellen, dass er so zwischen 50 Cent und wirklich 2 bis 5 Dollar oder so irgendwo da landet. Startrampel. Achso, Dani, sag bitte noch mal die Prophezeiung für XRP. Einfach nur fürs gute Gefühl. Ich halte mich da raus. Only XRP. Wir haben hier einen, der ist 69. Und er sagt, er will nicht daheim sein wegen seiner Frau und kommt lieber arbeiten. Ja, was soll man dazu sagen, ne? Warum nicht? Und wenn dadurch natürlich die Partnerschaft, Beziehung oder die Wohngemeinschaft funktioniert, weil er weniger zu Hause ist, ist doch schön. Sanremo, wo ist Marcel? Qualmes? Ja, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Startrampe. Oh, aus Versehen habe ich gerade das zweite Türchen bei den Schnapspralinen geöffnet. Ich sehe schon heute Abend, hast du alle 24 auch gemacht.
Aber warum nicht, ne? Musst du morgen noch mal los nach der Arbeit gleich in die neue kaufen? Jetzt sind sie ja sowieso billiger. Dann ja, Anton und Startrampe. Also, Shiba weiß ich nichts von. Nun, der Classic wurde auf dem Daily Breed Channel erwähnt. Guckt mal auf YouTube eine dunkelhäutige Frau. Das Beste ist, dass sie XRP bei 25.000 sieht. Nur. Ja, das ist ein bisschen wenig. Aber okay, warum nicht, ne? Sanremo, dann kannst du die restlichen auch öffnen, Rolf. Ja, kannst du morgen ja billiger holen, ne? Wenn die noch welche haben. Aber ich muss mich beherrschen. Muss ja um 4 Uhr raus und eine harte Schicht mit Standgas ist nicht erquickend. Achso. Ja, okay. Johannes, das glaube ich auch mit den Steuern in der Schweiz. Sobald die Masse drin ist, wird die Steuer raufgehen. Ich vermute, dass es gleich wie die Gewinnsteuer eingesetzt wird. Und das sind dann 33%. Das heißt, rausziehen, was möglich ist, bevor die Masse reinkommt. Das ist immer so, ne? Wenn die Masse irgendwo reingeht, da bittet dann der Staat, egal welcher, von wegen, oh, da gibt es Geld für uns. Die müssen wir ein bisschen bluten lassen. Die dürfen natürlich kleine Bröckchen haben, aber die Masse müssen wir nehmen, ne? Das ist immer so. Deswegen seid froh, dass die wirklich in der Kryptowelt die Masse immer noch das so schlecht sieht. Wenn man das wirklich so sehen würde wie ich, wo ich immer sage, von wegen, ja, es ist so einfach in der Kryptowelt Geld zu verdienen. Man muss diese Zyklen durchmachen, ne? Sprich, Bärenmarkt, da gehen wir ein bisschen shoppen, ne? Immer wieder ein Stückchen nachkaufen. Dann kommt die Akkumulationszeit, wo sich langsam die Kurse ein bisschen so einpegeln und sagen, okay, da gehen wir auch noch ein bisschen shoppen. Jetzt im Aufwärtstrend gehe ich noch shoppen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gemacht habt in letzter Zeit, aber spielt ja auch keine Rolle. Und ich warte auf den Bullenmarkt. Und ich warte auf das Bitcoin-Halving. Und der Bullenmarkt wird mir wieder genau das zeigen, was ich die ganze Zeit immer und immer wieder durchmache. Nämlich ein verdammtes Plus. Und das erreiche ich locker. Niemals auf dem Aktienmarkt. Nicht mal in 10 Jahren mit dem Geld, was ich da einsetze im Kryptogeschäft. Brillicoin, Krypto hat mich jedenfalls verändert. Manchmal tue ich Sachen, wo ich früher nicht mal dran gedacht habe. War immer ruhig und fleißig. Jetzt sage ich sehr oft Stopp und Nein oder haut ab. Das kenne ich. Das ist bestimmt bei jedem, der regelmäßig auch arbeiten geht, bestimmt auch schon aufgefallen, wenn man so auf die Arbeit geht, dass man auch öfters sagt, das sitzt mir alles nicht. Was wollt ihr eigentlich? Es ist normal. Ne? Weil es gibt nur eins vor uns dann, bei uns Kryptojanern, die Kryptowelt. Die reale Welt ist zwar schön, aber die Kryptowelt ist schöner. Sie hat alles, was wir brauchen. Action, Drama, Science Fiction, einfach alles ist da drin. Olli, bitte Preisprognose für Sommer 24. Ja, es kommt natürlich darauf an, wenn jetzt die Verwendung gestartet wird, siehst du natürlich zwei-, dreistellig auf jeden Fall. Ohne die Verwendung. Sommer 24 wird es natürlich sehr spekulativ und da würde ich sagen, ganz ehrlich, dank Bitcoin, dank dem Halving, vielleicht haben wir dann 2 bis 3 Dollar. Olli musste heute na auch 6 Stunden arbeiten. Ist das normal? Träume von 3-Tage-Woche oder Minijob? Ich hätte heute 8 Stunden arbeiten müssen. Aber habe mich ja morgen krank gemeldet. Ja, ich würde eher den Minijob nehmen, ne? Jeden Tag für 2 Stunden raus und dann ein bisschen irgendwo muddeln und dann wieder nach Hause. Das wäre in Ordnung. Brillicoin, fühle mich ja schon finanziell unabhängig und habe das Arbeiten nicht nötig. Das kriegt auch der Chef andauernd zu spüren. Treib es nicht zu weit, noch musst du arbeiten. Ne? Warten wir erstmal den Bullenmarkt ab. Aber ich kenne das. Ne? Mein Geschäftsführer guckt mich schon nicht mehr an, weil er Schiss hat, dass ich wieder ihn raushaue. Hubert, ich gehe zu Dienstübergabe, dann nach Hause und dann für euch und XRP, Wochenende frei. So ist es richtig.
Laniator, gerne, kein Problem. Bin auch dankbar, dass wenn ich so viel wie möglich von XRP erfahre. Ja, aber du musst auch mal bedenken, auch das, was wir hier so reden, es ist zum größten Teil natürlich Theorie. Aber ich habe euch ja schon öfters gezeigt, dass die Theorie auch tatsächlich in der Praxis immer wieder umgesetzt worden ist. Ne? Johannes, Sommer 24, 14.07.24, 264 Dollar. Oh, das ist auch mal eine Kampfansage, du. Das finde ich gut. So muss es auch sein. Startrampe, sobald die Verwendung uns frei gemacht hat, zahle ich den Kollegen nach noch das Mittagessen und gebe dann meine Dienstkleidung ab. Dann wissen sie, dass ich nur noch zu Besuch komme. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Naniata, Johannes, hab gerade Screenshot gemacht. Naniata, denk dran, ne? Johannes hat schon ein paar Mal richtig gelegen. Beim letzten Mal jetzt nicht, wegen seinem Geburtstag war das, glaube ich, aber ich kann mich noch daran erinnern. Aber die Glaskugel hat gar nicht mal so schlecht bei ihm funktioniert. Brillicon, ja, ich werde mich benehmen. Ja, noch müssen wir, noch müssen wir. Ja, sobald Kurs XY da steht und du auf dein Portfolio guckst, dann kannst du loslegen. Ne? Geld kriegen wir dann. Startrampe, Johannes ist unter die Seher gegangen. Und warum nicht? Malatis, bei 100 Dollar XRP werde ich erstmal meine Stunden auf 80 Teilzeit machen. 20, 40, 60, ja, stimmt, 20 Stunden die Woche. Ja, warum nicht? Da bin ich sogar noch besser, ich gehe auf 2 Stunden pro Tag. Graf Olaf, Donald Trump kommt in Kevin allein in New York vor. Ja, sein Trump Tower, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht, ob Trump auch selber dabei war. Uka, spätestens jetzt hätte unsere Heidi dich wild beschimpft. So, die Heidi. Ich muss erst mal überlegen, wen du meinst mit Heidi. Okay. Geronimo, waren schon zufrieden mit 50 Euro. Ja, aber da fängt ja erst die Verwendung ein bisschen an, schmackhaft zu werden, ne? Gambin, vielleicht will ja Ripple eine Einigung mit der SEC. Wollen sie die ganze Zeit? Wenn sie in XRP zahlen dürfen und halten, daher der Preis bis dahin niedrig. Das müssen sie ja noch nicht mal, ne? Das Geile ist, wenn sie wirklich sagen, von wegen, ja, ihr müsst jetzt 300 Millionen zahlen. Okay. Rufen sie das Büro in Singapur von Ripple an. Hier, schickt mal 300 Millionen Dollar über den XRP-Ledger an die Konto, ins Konto von der SEC. Das wäre geil. Daniato, was war das mit MC, was Johannes richtig lag? Da war das mit den, ich glaube, mit den 60 Cent. Oder war das mit dem? Er hatte 2 Kurse genannt und die waren richtig. Und die hat Ripple, hatte XRP auch tatsächlich gehalten. Johannes, aber sowas von. Aber immer beachten, nur meine Meinung, keine Anlageberatung. Die Glaskugel ist aber nach meinem Geburtstag an einem Polterabend an die Wand geschmissen worden. Glaube ich nicht. Digga, also wenn Luna Classic ca. 50 Cent und Shiba so 5 Cent erreicht, dann halte ich XRP, bis er vierstellig ist. Ja, bei Shiba bin ich mir noch nicht so sicher mit 5 Cent. Na, aber ich sag mal, Allzeithoch wird er auf jeden Fall knacken im nächsten Bullenmarkt. Kimbeam, und wenn sie sich einigen, dann geht der Preis urplötzlich hoch. Davon gehe ich auch aus, aber nicht wegen der Einigung. Ja, dass die Leute dann anfangen zu pumpen, sondern wegen etwas anderem. Graf Olaf, er selber sogar ja. Okay. Johannes, ja, Trump war im Hotel, als Kevin angekommen ist. Hat er ihn nach der Rezeption gefragt? Echt? Oh, ich habe den Film ewig schon nicht mehr gesehen. Graf Olaf, Plaza Hotel. Ah, ich dachte, er wäre beim Trump Tower gewesen. Naja, gut. Startrampel, Danny, nachher muss ich echt mal nach der Tante mit XRP bei YouTube suchen. Die habe ich nämlich noch nicht gesehen.
Ja, kannst du lieber morgen machen, ne? Weil du musst jetzt ja jetzt so langsam auch mal ins Bettchen gehen, ne? Ich meine, 4 Uhr, du musst ja fit sein. Brillicoin, wenn wir mal anständig bezahlt gewesen wären und man auch ein Ende des Tunnels sehen würde, dann würde bestimmt viele zufrieden und brav weiterarbeiten. Man fühlt sich halt nur noch ausgenutzt vor. Aber wir haben ja bald hinter uns Leute. Ja, Gott sei Dank. Ich kann dir nur sagen, man hat mir ein gewisses Gehalt versprochen. Man hat gesagt zu mir, als ich angefangen habe dieses Jahr da, pass auf, ich kann im Moment noch nicht. Ich möchte auch gucken, wie das so läuft, ne? Weil das, die Ecke, die ich da übernommen habe, das Auslandsgeschäft, war ziemlich am, ja, fast tot. Mittlerweile läuft das sehr gut da. Und da bin ich hingegangen zu meinem Geschäftsführer und habe gesagt, pass auf, es läuft ja jetzt. Du hast ja auch mir was versprochen und wie sieht es denn jetzt aus? Ja, nee, da haben wir nie drüber gesprochen. Ne? Also ich fühle mich total verarscht und ich sage auch ganz ehrlich, das war's. Ne? So lasse ich mich nicht verarschen, weil wenn jemand mir sein Wort gibt und die Hand drauf gibt, dann zählt das für mich. Ich bin halt noch, was das betrifft, vom alten Schlag und das sollte man auch tatsächlich einhalten bei mir dann. Ne? Aber ich gebe dir völlig recht. Ne? Man wird einfach, das Problem ist mit der Bezahlung auch. Ne? Bei vielen Berufen oder vielen Unternehmen ist es ja nicht die Bezahlung, es ist ja auch das alles drumherum, ne, wie man behandelt wird und alles. Und das Problem ist mit dem Geld eben heutzutage, ich sage ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, dass man in einem gewissen Land, wo ich ja lebe, wo du ja wahrscheinlich auch lebst oder wo die meisten hier leben, einfach künstlich die Preise hochgehalten werden, damit man natürlich viel Steuern so gesehen bezahlen muss, damit andere Projekte oder viel in andere Nationen reingesteckt wird und für die eigene Bevölkerung nichts da ist dadurch, ne? Das ist so mein Gefühl, dass ich richtig verarscht werde und das ist kein schönes Ding, ne? Weil die, die da, ich sag mal, das Geld verwalten dürfen von uns, die sollen dafür sorgen, dass es uns gut geht, auch in einer Krise, dass es nicht so extrem ist. Aber hier lässt man das ja wirklich laufen und pusht künstlich noch alles hoch. Und wenn ich bedenke, was nächstes Jahr noch alles auf uns zukommt, da sage ich einfach nur gute Nacht, ne? Da dran wir, ja, Brilli, wir gehören zu den 5%. Brillicoin, ui, hab mich sehr verschrieben, sorry. OnyXRP am 5.12. um 15 Uhr deutscher Zeit. GTA 6 Trailer. Okay, aber ich denke mir, wenn das Game rauskommt, dann brauche ich unbedingt einen neuen Rechner. Das ist ein bisschen doof. Aber das wird ja nur dauern, bis das Game rauskommt. Okay, 5.12. Oder muss ich mir merken? Soll ja größer sein als GTA 5. Ne? Und schauen wir mal. Jonimo, was ist, wenn man einen guten Wert auf den Ledger hat? Wie kann ich das Ganze noch sicherer machen? Wenn du den auf den Nano Ledger hast, kannst du es nicht noch sicherer machen. Wenn du es auf dem Hardware-Wallet hast, funktioniert das nicht. Uga, Brilli. Es werden sehr viele Vernünftige bezahlt. Zum Beispiel die ganze Welt wird überschüttet mit D-Geschenken. Jo, haben wir ja gesehen, jetzt Afrika ja auch, ne? Dafür musst du Verständnis haben, dass für eigene Bürger nichts mehr übrig ist. Gegebenenfalls nur noch Klatschen am offenen Fenster. Sollte man auch froh drüber sein, ne? Da dran bin, ja, von dem Klatschen habe ich als KH-Mitarbeiter auch ein neues Auto, ein Haus und einen Schnapspralinen-Adventskalender gekauft. Na, siehste? Ja, aber hallo, du hast mal wenigstens einmal am Tag für 5 Sekunden mal richtig Respekt bekommen. Das ist doch auch was. Habe ich nicht gekriegt. Auf Olaf, auf mehrere Ledger verteilen. Ja gut, das wäre eine Möglichkeit. Ja, auf mehrere Hardware-Wallets verteilen, falls einer gehackt wird oder irgendwie sonst was. Aber das wäre ein bisschen anstrengend dann auch, ne? Brillicoin, ja, MC, ich lebe auch in D. Siehst du da, du lebst im besten D, was es je gegeben hat, ne? Wir dürfen uns ja wirklich nicht beschweren. Ich meine, noch ist es ja auch gut. Ne? Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, noch bin ich froh, noch ist die Situation noch in Ordnung, muss ich sagen, auch wenn natürlich viel im Portemonnaie mittlerweile seit 2 Jahren fehlt.
Aber ja, wie ich immer sage, ne, jeder kriegt eine Wohnung oder steht einem zu. Keiner muss im Endeffekt in diesem Land hungern. Wenn eine Notsituation ist, hilft man ja auch. Dass es natürlich wahllos von vielen Menschen ausgenutzt wird und gut, ist leider das große Problem. Ne? Da muss man dran setzen. Das ist das Problem der Politik eben. Only XRP soll wieder in Vice City spielen. Oh, echt? Das wäre ja cool. Und mit der italienischen Mafia wäre auch wieder geil, wenn das da mit drin wäre. Das habe ich ja geliebt, ne? Johannes, ich habe aus dem Ende meiner Arbeitszeit noch den Leitspruch erfunden. Ich liebe die PTT, aber ich hasse die Post. PTT war früher der Name der Post. Telefon, Telegraph. Okay. So wie man mit uns bei der PTT umgegangen ist, war menschlich. Danach waren wir nur noch Nummern. Ja, das ist Kacke, ne? Das geht auch nicht. Man muss doch vernünftig mit Menschen umgehen. Egal, wer das von mir ist. Ich muss doch vernünftig mit denen umgehen. Selbst die Deppen bei mir, die noch nicht mal bis 10 zählen können, gehe ich immer noch vernünftig mit denen um. Ne, ich behandle die nicht wie Dreck, um Gottes Willen. Es sind Menschen. Aber das ist nun mal das größte Problem. Ne? Du bist bei den Unternehmen wirklich einfach nur noch Abfall. Und wenn du nicht funktionierst, ja, dann tauschen wir dich eben aus. CK und der Arbeitsklima ist nicht so wie früher und die jungen Leute haben auch andere Einstellungen zur Arbeit. Du sagst es ja noch positiv, ne? Die haben eine Einstellung zur Arbeit? Ich sehe da keine mehr. Gibt zum Beispiel bei mir einen, der ist 22. Ich brauche mit dem nicht reden, nicht weil er nicht Deutsch versteht, ne? Ich habe es auf Deutsch, ich habe es auf Italienisch, ich habe es auf Englisch probiert, ihn anzusprechen. Der reagiert gar nicht. Ich habe ihm eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Was glaubst du, wie schnell der bei mir war? Das funktioniert. Du musst mit den jungen Leuten über Handy kommunizieren, dann klappt das. Wenn du so frech bist und gehst zu denen hin und möchtest so, wie wir das ja kennen, ne, und auch großgewachsen, aufgewachsen sind, von Angesicht zu Angesicht und denjenigen anschaust und redest, da bist du falsch. Die denken, du bist ein Außerirdischer. Die können dich nicht verstehen. Aber wenn du denen eine WhatsApp-Nachricht schickst, funktioniert's. Probier das mal. Neo Krypto, Alexa Werbung gerade für mich. Werde ich nie kaufen. Verstehe Menschen, die sowas kaufen. Ich hab's auch nicht. Ich brauch's nicht. Ne, weil, wofür? Startrampe, genau. Reicht ja, wenn das Handy ständig mithört. Ach ja. Den sage ich ja. Datenschutz, ne? Gibt es nicht. Früher gab's Datenschutz. Jetzt? Sanremo, ich auch nicht. Kenne einen, der hat 12 Stück, total krank. Oh Gott, in jedem Raum, wa? Neo Krypto, ich bin völlig durch mit dieser Mafia-Regierung. Es wäre ja schön, wenn es eine Mafia-Regierung wäre. Sag ich ganz ehrlich. Was glaubst du, was in Italien ist? Aber die tun was für die Bevölkerung. Ne, weil solange es denen gut geht, wissen die auch, bleiben wir an der Macht. Ist ja normal, ne? Also wenn die wirklich einen guten Job machen, könnte man die ja auch wählen. Dann würde ich auch sagen, oh geil, mir geht's ja eigentlich gut. Ich kann zwar mit der Ideologie, mit denen kann ich nichts anfangen, aber es läuft, ist es besser für mich? Ja gut, dann kriegt ja meine Stimme. Aber so wie es läuft, und das hat man ja gesehen, auch den Wandel in ganz Europa, nur weil sich da dann ein Politiker hinstellt und sagt, meine Nation zuerst, ist ja sowieso gleich rechtsradikal, das wissen wir ja. Aber diese Nationen funktionieren. Und wenn man sich das mal genau anguckt, die Medien und die Politik sollten lieber mal ganz weit zurückschrauben, was rechtsradikal betrifft, ne? Weil das sind diese Regierungen nämlich nicht so, wie sie dargestellt werden immer. Sanremo, Control Freak, total. Das ist doch auch das Ziel, deswegen ja auch CBDCs. Hat schon seine Gründe, warum das kommt. Keiner will die haben, aber es hat schon seinen Grund. Startrampe, Alexa ist Big Brother. Im normalen Leben werde ich nie benutzen, so ein. Ich persönlich hab's auch nicht, ne? Deswegen, also, ich muss es nicht. Mir reicht ja schon, dass man mich hier auf YouTube, bei Twitch kontrolliert, auf meinem Handy kontrolliert. Warum soll ich auch noch mein Privatleben auch noch Kontrolle geben lassen, ne? Von denen. Irgendwie muss ja auch mal ein bisschen Schluss sein, meine eigenen vier Wänden. Startrampe, Metzger beim Wurstmachen.
Wann, wenn rauskommt, was ihr reinkommt, kommen wir rein und nicht wieder raus. Circa so habe ich das auch gemeint, Marcello, wie du das sagst. Ja, das ist das Problem, ne? Mit dem musst du wirklich jetzt nur noch über Technologie, sprich über WhatsApp, über Signal, über Telegram, mit denen kannst du so richtig gut kommunizieren, habe ich festgestellt. Wenn du sowas denen sagst, dann vergessen die es nach 5 Sekunden, wenn sie mal überhaupt zuhören. Und ich hoffe, es wird natürlich besser, die nächsten Generationen, aber ich sehe da eher schwarz. Brillicoin, und jetzt haben wir einen neuen Chef bekommen, weil der alte in Rente geht. Ja, dann wird es noch besser, keine Panik. Und nun sind beide am werkeln. Die sind so anstrengend. Und der Junge ist so motiviert und will Karriere machen, aber nicht mit uns, weil wir einfach die Kraft nicht mehr haben. Er vergisst, dass wir bisher in die Kasse einbezahlt haben. Ja, das ist normal. Aber sei froh, deiner ist wenigstens motiviert. Ich habe einen 27-Jährigen, der denkt, der kann uns knechten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich meine, bei mir ist das sowieso falsch. Ja, deswegen, also wir haben ein super Verhältnis. Kann ich nur sagen. Ich sag's mal so, es wird öfters laut zwischen uns beiden dann. Aber das ist auch in Ordnung, ne? Wenn er es so braucht, kriegt das von mir. Wenn er meint, er muss mich rausschmeißen, soll er es tun. Also mich stört's nicht. Im Moment gibt's genug Arbeit überall. Ich habe damit kein Problem. Selbst ich mit 41 finde noch ganz schnell einen neuen Job. Johannes, ich habe kein WhatsApp. Die sagen immer zu mir, lebst du auf dem Mond, dass du kein WhatsApp oder wie das Ding heißt, hast. Nee, das ist ja nicht schlimm, ne? Also ich habe WhatsApp eigentlich auch nur wegen, ja, alten Gruppen noch, ne? Wo ich in der Kryptowelt so angefangen habe mit WhatsApp auch. Aber ansonsten, wie gesagt, Telegram habe ich zwar auch, aber bin ich auch nicht so oft, ne? Also ich habe das auch auf lautlos, keine Vibration. Ich gucke da zwischendurch immer mal wieder rein natürlich, aber nee, weiß ich nicht. Ich unterhalte mich wirklich am liebsten immer noch von Angesicht zu Angesicht im realen Leben mit den Menschen, ne? Neokrypto. In Italien gibt es Sozialhilfe, Bürgergeld, nur für 60 plus und Behinderte. Alle anderen sind arbeitsfähig. Finde ich gut. Ja, es gibt dann noch einen Unterschied. Da muss man nur einen extra Antrag stellen, ne? Nur für Italiener. Finde ich nicht so verkehrt, muss man ganz ehrlich sagen. Doc Azzarola. So. Denke nur Leute, die nie in Not gekommen sind. Stimmt, man sollte schon ein bisschen natürlich feinfühliger auch sein. Aber zum Beispiel, es kann ja zum Beispiel nicht sein, dass Leute reinkommen, die das komplette medizinische Check-up kriegen, dass die komplett alles bekommen von der Medizin. Und Leute, die hier arbeiten, die kriegen einfach nur eine Standardbehandlung und dann heißt es ja, wenn sie mehr wollen, müssen sie bezahlen. Obwohl die ja bezahlen in den Topf. Da denke ich mir, da läuft doch was falsch. Die, die arbeiten, die müssen alles bezahlt kriegen, weil die zahlen ja schließlich auch rein. Die, die nichts machen oder hierher kommen und nichts erstmal für die Gesellschaft getan haben, da denke ich mir, die kriegen eine Standardbehandlung und das war's. Das reicht doch auch erstmal. Johannes, Alexa, ha, wer hat das? Ich sehe auch nicht. Ich habe, hey, Google. Ja, warum nicht? Da dran, bei meinem alten Tiguan kann ich locker Hey Volkswagen sagen und es passiert nichts. Boah, bist du oldschool? Kannst du noch nicht mit deinem Auto kommunizieren? Was sagt denn dann nicht zu dir, wenn du den Schalter umlegst? Guten Morgen, mein Schatz. Mann, Mann, Mann. OnlyXRP, MC, wenn die AMM Mitte des Monats durch sind und auch 2 Wochen so bleibt, könnte doch das System theoretisch am 1.1. starten. Theoretisch ja, weil dann nach den 2 Wochen wird es ja integriert auf den XRP-Ledger. Ich denke mal mit Clawback zusammen, dann wird das passieren und theoretisch ja. Dann hätte Ripple eigentlich auch keine Ausrede mehr zu sagen, nee, da fehlt noch dies, da fehlt noch das, weil es gibt keine mehr. Dann wäre das System eigentlich zu 100% fertig für den Bankbereich, fürs Bankgeheimnis und die könnten sofort loslegen.
Onni, gibst dem 27-Jährigen aber ordentlich mein Cello. So nach Feierabend mal auf ihn warten. Kein Aufruf zur Gewalt. Nein, im Endeffekt tut er mir leid, ne? Der hat keine Erfahrung, wurde von seiner Familie da reingedrückt, dass er das übernehmen soll, weil sein Großvater war der Firmengründer. Der vorige Geschäftsführer hat aufgehört wegen Rente. Ist ja auch in Ordnung, der kommt zwischendurch auch noch vorbei. Das ist für mich mein Boss, weil der hat wirklich den Laden hochgehalten. Und der arme 27-Jährige, der, ja, ich weiß nicht, der hat komische Ansichten auch von der Welt und tut mir im Endeffekt eigentlich leid. Rillycoin MC, wenn man uns zutraut, dass wir bis 70 arbeiten können, dann sollte ein neuer Job weit über 40, 50 noch drin sein, denke ich mal so. Also, die das behaupten, dass wir bis 70 arbeiten können, sind wahrscheinlich Leute, die haben in ihrem Leben studiert, haben vielleicht einen guten Schulabschluss, kennen sich in der Theorie aus, aber haben selber noch nie richtig gearbeitet. Wahrscheinlich drehen die sich nach dem Studium 8 Stunden am Schreibtisch auf dem Stuhl durch die Gegend, trinken zwischendurch nur Kaffee, aber ihren Pipöchen mal bewegt, um zu arbeiten, glaube ich, haben sie noch nie. Und dass solche Leute dann entscheiden dürfen, dass ich bis 70 arbeiten muss, da sage ich ganz klipp und klar, nein. Es kann nicht sein, dass, glaube ich, das Eintrittsalter bei uns, auf der Welt sogar, alle Länder, die ein Rentensystem haben, dass wir das, obwohl wir die drittstärkste oder viertstärkste Wirtschaftsnation sind, dass wir tatsächlich das älteste Eintrittsalter haben für die Rente. Das stimmt doch was gewaltig nicht. Also man sieht daran auch wieder, man schätzt die alten Menschen in diesem Land null. Unser ist auch 27 und will neue Rekorde aufstellen. Das ist normal, der will sich jetzt profilieren. Aber dazu muss er dann auch mehr Personal ranholen. Aber das heißt ja auch wieder Kosten, ne? Und das funktioniert dann eben nicht. Er soll mit dem glücklich sein, was da ist. Er soll natürlich das Personal auch verbessern, sprich auch mal junge Leute wieder reinholen, weil die sind ja dann auch wieder die Zukunft des Unternehmens. Aber mit der alten Besetzung soll er froh sein, weil die kennen sich aus, dann muss er sich um nichts kümmern und vielleicht frisches Blut auch mal wieder reinholen, Stück für Stück, ne? Aber das verstehen die nicht. Startrampe, musste mit 53 auch einen neuen Job suchen. Angenehm war anders. Aber bald wird hoffentlich auch dieser Job für mich Geschichte sein. Dann arbeite ich nur noch, weil ich und was ich will. Das ist ja auch so mein Ziel. Also ich sehe mich eher so ehrenamtlich dann arbeiten. Sage ich ganz ehrlich, ne? Ich will gar kein Geld haben. Vielleicht finde ich irgendwie einen ehrenamtlichen Job, wo ich vielleicht die Krankenkasse bezahlt würde. Und wenn nicht, dann ist es auch so. Okay, du darfst zwar bis 70 arbeiten, musst aber ab 60 Fahrtauglichkeit überprüfen lassen. Weil man ab 60 ja gebrechlich und senil wird. Irgendwie verkehrte Welt. Nein, wieso? Das ist doch auch so, wir schalten Atomkraftwerke ab wegen der Umwelt. Ist ja okay. Die sind ja absolut umweltschädlich. Aber wir schmeißen unsere Kohlekraftwerke jetzt wieder auf 100% Leistung hoch. Ne? Das ist doch total ökologisch. So muss das laufen. Startrampe, alles nur Zufall. Aber der Sinn des Lebens ist 42. DSX 91, MC, ich höre dich richtig gerne. Ist einfach klasse, deine Streams. Dankeschön, Dankeschön. Das freut mich. Startrampe, ja, MC, weiß uns immer wieder zu beruhigen und zu informieren. Dafür gebührt ihm unser Dank. Nein, nein. Dafür seid ihr ja immer selber zuständig. Ne? Ihr seid ja für euch selber verantwortlich. Vielleicht gebe ich hin und wieder bei dem einen oder anderen vielleicht so einen kleinen Richtungsschubser. Oder wenn man schon ein bisschen verzweifelt ist und sagt, oh Scheiße, mein Portfolio sinkt so tief und oh, das Geld hätte ich so was anderes investieren können oder was anderes ausgeben können, kann ich immer nur sagen, scheiß auf Einkaufen, scheiß auf Verkaufen, haltet einfach nur und wartet tatsächlich auf den Bullenmarkt. Und ihr werdet sehen, was ich für ein Riesenhaufen Scheiße laber, weil das stimmt. Es ist so einfach, im Kryptomarkt Geld zu verdienen. So einfach. Wartet auf den Bullenmarkt.
Das Schlimmste habt ihr sowieso alle jetzt hinter euch, den Bärenmarkt. Von daher, nächster Bärenmarkt wird richtig easy. Dann wisst ihr, wie es funktioniert. OnlyXRP wäre ja denkbar, dass die mit 1% Swift-Volumen paar Monate starten. Der Kurs dann ein paar Euro erreicht. Die meisten cashen sich aus und im Bullrun startet die Verwendung stufenweise. 10, 25, 50% und so weiter. Ganz ehrlich, ich sag mal ganz ehrlich, wenn es Q1 nächstes Jahr noch nicht gestartet ist, mit der Verwendung mit dem XRP bei, also mit dem XRP Ledger bei den Banken, dann gehe ich genau davon aus, dass sie den Bullenmarkt noch mitnehmen werden. Dann hat jemand recht, 25 kommt es erst. Aber dass sie dann tatsächlich, weil die meisten haben ja sowieso die Schnauze voll von XRP, die werden beim, selbst beim Pump, ich sage ja selber, also 5 Dollar könnten drin sein, 10 Dollar wären traumhaft, wenn das passiert. Kann ich mir gut vorstellen bei XRP, nur mit Pump. Dann cashen die meisten ja tatsächlich aus. Ne? Das wissen wir ja. Die Stimmung ist ja so beschissen bei vielen und die haben ja schon gesagt, boah, Allzeit hoch, ich bin sofort weg bei XRP. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie das tatsächlich mit dem Bullenmarkt tun werden. Und dann wird danach die Verwendung gestartet. Okay, das mit bis 70 ja nicht arbeiten kann, weiß unser hochgeschätzter Ampel auch. Du kannst früher gehen, aber halt mit Abzügen. Es ist praktisch eine Rentenkürzung, um die Eskapaden der Milliardenausgaben in der ganzen Welt zu finanzieren. Ja, ich sehe das nicht anders. Aber wenn ich früher gehe, heißt es auch automatisch bei den meisten nächstes Ziel oder du musst weiter arbeiten, dann musst du eben früh aufstehen und dann eben halt Flaschen sammeln. Ne? Das kann es nicht sein bei einer Industrienation. Es tut mir leid. Prinz von keine Ahnung, MC, vielleicht könntest du ja ehrenamtlich paar verprügeln. Bist du da ein paar in gehobenen Positionen, die derzeit sehr viel Geld ausgeben, das ihnen nicht gehört. Das würde ich zum Beispiel ehrenamtlich machen. Ne? Gar kein Problem. Gar kein Problem. Ich würde sogar persönlich bei denen vor der Tür stehen dann. Das mache ich sogar ehrenamtlich für die Bevölkerung. Kein Problem. Ne? Also ich würde jeden Cent wieder zurückholen. Kein Problem damit. Diese Leute, es müssen einfach Neuwahlen her. Ob man will oder nicht. Olli, guckst du auch öfter YouTuber? Und wenn ja, welche, Marcello? Also ich gucke hin und wieder mal, wenn ich die Zeit dafür finde, tatsächlich welche. Das ist XRP Deutschland, das ist Crypto Night Owl, das ist Crypto Whitehead. Diese vier, weil XRP Deutschland sind ja zwei, finde ich gut. Ja, auf ihre Art und Weise, kommt auch sehr gut rüber. Aber ansonsten so andere, so die ganz großen, muss ich sagen, ich habe die getestet alle. Aber finanzielle Freiheit finde ich auch noch gut. Aber FDK heißt er, glaube ich. Finanzielle Freiheit durch Kryptos, glaube ich, war das der richtige Name von ihm. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, diese ganzen pubertierenden Gören, die da mittlerweile auf YouTube auch raufgekommen sind, die vielleicht im Bullenmarkt 200.000 Euro mit Glück gemacht haben und meinen, sie sind die größten Kings. Nein, kannst du alle vergessen. UK, ich glaube, er guckt sehr gerne Blocktrainer. Früher habe ich ihn wirklich gerne geguckt, ne? Früher war der wirklich echt geil. So 2017 war er wirklich noch wirklich einer meiner Lieblinge, weil er hat auch ein bisschen nach links und rechts geguckt, bis er dann angefangen hat, wirklich nur noch Bitcoin. Bitcoin hier, Bitcoin da, alles andere ist Schrott, das brauchen wir alles nicht. Da denke ich mir, nee, komm. Lass es doch, Junge. Rede über dein Bitcoin meinetwegen weiter, aber vergiss es. Brillicoin, das stimmt. Man kann ja mit Abschlägen früher gehen. Auf der anderen Seite alles so teuer machen, dass man sich das nicht leisten kann. Ach komm, reg mich nur auf. Deswegen tauchen wir ab in Krypto. Genau. Plan B wäre sowieso, wenn ich jetzt die Kryptowelt nicht hätte. Ganz ehrlich, später als Rentner in irgendein ärmeres Land zu gehen, wo man wirklich leben kann mit der Rente. OnlyXRP, was Ripple hier abzieht, ist strategisch Kriegsführung in der Finanzwelt.
Haben sie früher getan, da würde ich dir recht geben. Jetzt eigentlich nicht mehr. Ne? Weil sie haben ja gewonnen den Krieg, wenn du es so siehst. Sie haben tatsächlich die Finanzwelt geschafft. Die neue Finanzwelt, wie gesagt, wird über den XRP-Ledger laufen. Glaubt es mir oder glaubt es mir nicht, ihr werdet es schon sehen. Daniato, ich müsste euch mal den XRP-Whale geben. Tu es. Doc Azzarola, wer hat 2 Jahre hintereinander die Rente erhöht? Kleiner Tipp, die ehemalige letzte Regierung nicht. Ja, da gebe ich dir ja recht. Aber wenn du siehst, was da jetzt im Moment abgeht, es tut mir leid. Es ist ein Totalversagen auf ganzer Ebene. Absolut. Neo-Krypto, Gold, gerade 2070 Dollar. Okay. Doc Azzarola, wer will, dass wir länger arbeiten? Der Kanzler und seine Partei nicht. Warte ab. Die knicken auch noch ein. Laniator, yep, Gold All-Time-High. Brillicoin, dein Plan B ist auch mein Plan B, MC. Ja, siehst du, ne? Und das ist ja auch das Schlimme, ne? Dann nimmst du ja im Endeffekt mit dem Plan B, was ich ja vor, was du auch vorhast, nimmst du ja auch wieder die Kaufkraft aus diesem Land raus. Ne? Das machen ja viele mittlerweile. Deswegen sind ja viele schon nach Ungarn abgehauen, nach Südamerika, nach Afrika. Aber du nimmst ja die Kaufkraft weg mit dem Geld auch noch. Aber im Endeffekt schadest du ja deiner Nation damit, weil genau diese, ich sag mal, Säule brauchst ja die Alten, ne, mit ihrer Rente. Aber man will sie nicht haben. Uka, hast recht. Es ist eben sehr traurig, dass unsere Volksvertreter, deren Aufgabe es sein sollte, den Wohlstand und den Frieden für das eigene Bevölkerung, ich sag mal nicht Volk, weil es zählt die ganze Bevölkerung in meinen Augen immer, egal woher man kommt, aufrechtzuerhalten, genau das Gegenteil machen. Annalena B. sagt ja, was kümmert mich der Wähler? Er ist für die ganze Welt Geld da, aber für Menschen in D offenbar nichts. Ja, das ist so das Problem, ne? Und da sage ich auch ganz ehrlich, es muss erstmal an die eigene Bevölkerung gedacht werden, wo alle drin sind, natürlich alle Menschen in dem Land. Und wenn dann was übrig bleibt, natürlich muss man auch helfen, aber nicht andersrum. Startrampe, wir warten noch eine Welle und wenn keiner mit rechnet, flippen wir den Switch und es beginnt eine Kündigungswelle der XRP-Community. Ja, natürlich, das hoffe ich natürlich auch, ne? Weil so kann es mit uns nicht weitergehen, dass wir weiter knechten, immer wieder weiter was reinstopfen und Ripple einfach nicht den Startknopf drückt. Es muss jetzt einfach passieren. Taucher, Grüße an die Runde. Heute später. Macht doch nichts. Naja, wir haben nun mal eine beschissene Situation, ne, weltweit, muss man ganz ehrlich sagen. Auch für Europa ist es ja natürlich gefährlich, ne, was jetzt hier bei uns abgeht. Weil wir sind nun mal immer noch der Jobmotor Nummer 1 für die Europäer. Aber selbst die Europäer haben es ja frühzeitig gemerkt, dass sie sagen, wir müssen uns doch auch von diesem Land ein bisschen abkapseln, ne? Und komischerweise die Wirtschaft bei denen läuft. Natürlich auch mit Investitionen, aber sie haben es ja richtig gemacht. Aber nichtsdestotrotz, der Kryptomarkt wird immer noch interessant, ne? Weltwirtschaftskrise und trotzdem, schauen wir mal. Ich würde sagen, es läuft gut. Ja, der Aufwärtstrend ist nicht weg. Er ist immer noch da. Und XRP, ja gut, mal ein bisschen kleinen Stundenchart, mal ein bisschen was im Minus, aber macht nichts. Gucken wir bei dem Scamcoin. Ja, siehst du, 1 Stunden, 3% hoch. Ja, schon wieder. Wollte ich sagen, er ist halt der dreckigste, schmutzigste Scamcoin, den es gibt. Und die Leute sollten sich den wirklich mal angucken, bevor sie wieder so etwas behaupten. Weil das sehe ich bei Luna Classic absolut nicht. Dass der noch Zeit braucht, natürlich. Natürlich, das sehe ich auch. Aber es geht sehr gut voran bei ihnen. UK, MC, klar, meine die Bevölkerung in D, egal wo man herkommt, wer hier lebt und sich vernünftig verhält, herzlich willkommen. Das sehe ich nicht anders. Ne? Das sehe ich absolut nicht anders. Ich sehe das immer so. Wenn jemand zu mir als Gast kommt und der benimmt sich bei mir in der Butze, ist er immer herzlich eingeladen.
benimmt er sich nicht, kickt er bei mir aus dem Fenster. Das ist mir scheißegal. Na, du kommst als Gast und gehst als Gast. Deswegen bist du noch herzlich willkommen. Du kommst sonst als Gast, benimmst dich scheiße, dann kriegst du Strafe und fliegst raus und kommst nie wieder. Und so muss es laufen. Prinz von keine Ahnung, ich bin ja echt gespannt, wie sie das fummeln, dass der Mob nicht in XRP reingeht, bevor er hochgeht. Das wird interessant. Soll ich es dir zeigen? Ich kann es dir zeigen. Ich kann es dir ganz genau zeigen. Würdest du da in XRP reingehen, wenn du das siehst? Jetzt nicht da oben die Prozente, das ist scheißegal. Aber das ist der komplette Chart. Hier hatten wir unser schönes All-Time-High. Da hat man schön manipuliert, ja, nicht 2 Dollar, geht noch ein bisschen höher. So, und dann ging es nur runter. Dann hatten wir nur kurze Zeit einen kleinen Hüpfer und dann ging es nur noch runter. Die zeigen dir doch per Chart, weil das ist ja das Erste, was man eigentlich macht, wenn man investiert. Man guckt sich erstmal den Coin an. Hier mit Binance, ne? Das ist auch geil, dass Binance Chain ist. Nein, ist es natürlich nicht. Man guckt sich natürlich den Chart an, man guckt mal, ja, macht man auf All und dann guckt man erstmal, oh, okay, Bullenmarkt 2017, 18, zack. Allzeithoch erreicht. Super. Dann gucken wir den nächsten an, 2021. Was ist das denn für ein Dreck? Ich habe noch nicht mal das All-Time-High und noch nicht mal ansatzweise. Warum soll ich da investieren? Der nächste Bullenmarkt wird genauso beschissen mit XRP dann. Weil die Leute kapieren ja auch nicht, oder die, die neu dazugekommen sind, wissen es ja auch nicht, dass wir da natürlich die Klage hatten, ne? Dass das natürlich viel verhindert hat, dass da wirklich Großinvestoren reingegangen sind. Und von daher sagen sich viele, die neu eingestiegen sind und die sagen sich, oh, XRP, ja gut, gucke ich mir mal den Chart an, das macht ja eigentlich jeder am Anfang. Ne, da würde ich nicht einen Cent investieren, wenn ich so bin. Und das sind ja 99% der Leute. Die denken ja nicht an die Verwendung, die denken ja tatsächlich nur charttechnisch gucken und, oh ja, ne, da mache ich keinen Gewinn mit. Ja, und jetzt stellen wir vor, wir sind jetzt hier bei 61 Cent und da geht nochmal auf 1,48 Dollar. Was hast denn du da einen Gewinn? Ja, klar, das sind über 100%, aber lohnt sich das? Wir reden hier von der Kryptowelt. Von der Kryptowelt, da reden wir von Gewinnen von über ein paar tausend Prozent und nicht von 100%. 100%, dann machen wir im Bärenmarkt mal oder das machen wir jetzt in der Aufwärtsphase. Aber im Bullenmarkt, da erwarte ich ein paar tausend Prozent von gewissen Coins immer. Und unter dem würde ich nie verkaufen. Das Einzige, wo ich verkauft habe, was waren die vom Tron-Netzwerk? Da habe ich mal 200% gemacht und sogar einmal 50%, wo ich gesagt habe, jetzt reicht's mir, da haue ich alles weg da. Brillicoin, naja, vor einigen Jahren sind unter anderem Dinge im Umlauf gewesen, wie dass Europa eh bald Massenauswanderung stattfinden wird. Ja, von den Europäern wahrscheinlich. Aber ganz ehrlich, es ist ja auch kein Wunder, ne? Brillicoin kann unter Verschwörung abgelegt werden. Ja, man muss einfach abwarten, ne? Startrampe, wenn es finanziell besser aussieht, bin ich vielleicht auch bei der Auswanderung, solange es noch geht. Du bist nicht der Einzige. Zum ersten Mal gechattet. Amazing One. Wie viele XRP-Coins hast du? 3. Im Endeffekt, es geht niemand etwas an. Es ist auch völlig egal, wie viel XRP du hast oder irgendjemand anders, weil wenn jemand mich fragt, kriegt er immer die gleiche Antwort. 3. Reicht doch auch, oder? Ich habe genug, dass ich sagen kann, es ist ein goldenes Ticket für mich. Ich kaufe sogar jetzt mittlerweile auch wieder XRPs. Falls du es nicht weißt, ich bin seit 2017 in XRP investiert und kaufe eigentlich. Na, ich muss sagen, die letzten anderthalb Jahre habe ich eigentlich liegen gelassen, XRP. Aber ich habe ja jetzt wieder angefangen und den kleinen Schmutzfink werde ich noch ein bisschen weiter wieder ausbauen. Aber entspannt, wie immer. Okay, oh, böse Frage. Nein, wieso? Ist doch alles gut. Startrampe auf. Einer auf jeden Fall. Prinz von keine Ahnung. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich bin ja auch vor 2 Jahren rein, trotz der Klage. Dann hatte ich ja voll einen Nagel im Kopf.
Ja, aber so machen das die meisten. Ne? Ist ja auch vernünftig. Ne? Ich muss ja gucken, von wegen, wenn ich jetzt reingehe, dann kalkuliere ich noch von wegen zum letzten Alzheimer-High, wie viel Prozente würde ich bis dahin wenigstens schon mal machen. Dann weiß ich auch, okay, ich müsste so und so viel reinstecken, damit, wenn das natürlich kommt, die Wahrscheinlichkeit wäre ja hoch, wenn er noch mehr geschafft hätte als vor 2017. Dann kann ich ungefähr kalkulieren, wie viel ich reinstecken muss, damit ich Summe X natürlich rauskriege. Ja, das macht man ja eigentlich. So. Aber, Doc Azarola, ich habe 2,834 XRP. Ja, reicht doch auch. Wie viel braucht man denn? Winnie, die Frage war lustig. Nein, die Frage war berechtigt. Olli, denke spontan, warum drei und nicht zwei? Hab nur eine Münze, Marcello. Drei, weil drei eine ungerade Zahl ist, ne? Ich kann auch sagen 10, aber passt nicht. Drei ist ausreichend. Olli, schaffe ich es? Wenn du lange durchhältst, klar, schaffst du auch es mit einer Münze, warum nicht? XRP-Jung, hast du schon mal was über Seitocken gehört? Ja. Bin aber nicht drinne. Hätte ich mal rein investieren sollen, aber bin nicht drinne. Soll angeblich noch 70 Mal vom Kurs machen können, aber interessiert mich nicht. Amazing. Was denkst du über die Bitcoin ETC Spot ETFs? Wenn die kommen werden, und das werden sie nächstes Jahr, wird es dem Markt einen Riesenschub nach vorne geben. Es wird den auch wieder mehr im Mainstream natürlich dann zu sehen sein. Und da werden viele, viele Menschen anfangen, natürlich in Kryptos zu investieren. Ich sehe das nicht als schlecht an. Ja, Ethereum. Aber wichtig ist für mich eigentlich der Bitcoin-ETF von BlackRock natürlich, von Fidelity und von Grayscale. Mich wundert, dass ich von Vanguard, glaube ich, noch gar nichts gelesen habe, ob die auch was machen wollen. Willikon, ich habe auch einen ganzen XRP. Reicht ja auch. Sonst von keine Ahnung. Die Klage hat mich erst nach noch richtig scharf gemacht. Echt? So ist das also. Man muss Ripple prügeln, damit du noch mehr investierst. Okay. Gut zu wissen. Johannes, XRP ist das neue Gold. Egal wie viel jeder hat. Ob du 5.000 hast oder 50.000. Jeder wird damit finanziell frei. Der eine früher, der andere später. Es liegt natürlich an jedem selber, ne? Wie man auch durchhält. Prinz von keine Ahnung. Sanremo hat ihn. Jo, hat er auch wahrscheinlich sehr viel Freude dran gehabt schon, ne? Startrampe. Wenn Satoshi die Wallet leert, wenn BlackRock und Konsorten schon all in sind, das wäre die Wasserstoffbombe für die Hochfinanzen. Ja, und deswegen denke ich, wird das noch lange nicht passieren. Neo-Krypto, ja, wäre echt nicht schön, wenn XRP erst 25 richtig hoch geht. Zum Glück habe ich noch andere Coins und bei 5 Dollar bei XRP im Bullenmarkt kann ich mir zumindest ein paar Wochen Urlaub am Mittelmeer oder Thailand leisten. Deswegen sage ich auch immer, Leute, nicht immer nur geradeaus gucken, guckt auch rechts und links. Es gibt immer wieder auch andere schöne Projekte, wo man ein bisschen was reinstecken kann, damit man natürlich im Bullenmarkt einen schönen dicken Profit vielleicht daraus kriegen kann. Und das versüßt einen noch das Warten auf XRP. XRP, kenne ich nicht mal. Du willst mir jetzt echt sagen, Sanremo, du kennst sein nicht? Kriege ich das jetzt hier hin? Hätte ich ja gar nicht wegmachen müssen. Sein Network kennst du nicht? Ja, da hätte man ihn schön kaufen können, ne? Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, man sagt auch tatsächlich, er soll noch 70 Mal machen von dem, was er jetzt hat. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn mir vor 4 Monaten mal angeguckt. Da fand ich ihn ganz interessant, aber ich habe trotzdem nicht gekauft. Gott, wer weiß wieso. Es ist mir auch egal. Ich habe meine Coins für meinen oder Token für meinen Bullenmarkt und darauf setze ich jetzt und die müssen es einfach bringen. Ne? Wenn sie es nicht bringen, ja, dann habe ich eben Pech. Aber ich denke schon, dass einer von denen auf jeden Fall richtig durchstarten wird. Ah, Sanremo, aber der Sei macht Freude. Doch, Sei habe ich schon seit 2 Monaten. Ich wollte schon sagen. Ne?
Du bist der Einzige, der den kompletten Kryptomarkt bei sich hat. Prinz von keine Ahnung. Ich dachte, Sanremo hat gesagt, er hat sei. Sanremo, klar, habe ich. Hab ich den. Mir war auch so, aber naja. Du musst es erstmal fragen, lieber, was hat Sanremo nicht? Ich glaube, das geht schneller, als wenn er mal aufzählen würde hier für euch, was er wirklich alles hat. Das garantiere ich euch. Er hat mir mal schon so eine kleine Aufstellung mal gezeigt und ich, ja, ist okay. Deswegen sage ich ja, das, was Sanremo da macht auf dem Kryptomarkt, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon fast ein Vollzeitjob, ne? Also, ganz ehrlich. Da dran, was hat Sanremo eigentlich nicht? Geht schneller, die Aufzählung. Johannes, mein Portfolio ist wie ein Baum. Der Stamm ist XRP. Dann noch starke Seitenäste mit XLM, XDC, VeChain und Veracity. Und dann noch die kleinen Äste, die aber unerwartet recht groß werden können oder eben absterben. Perfekt. Sanremo, hab inzwischen nur 284 verschiedene. Ach ja, stimmt. Nur. Also müsst ihr euch mal reinziehen. Nur. Das wäre für mich zu viel Arbeit, mein Freund, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich mir 284 Projekte anschaue und immer wieder mal ein bisschen was drauf gucken musste. Nee. Aber wieso nicht, ne? Finde ich einfach nur geil. Startrampe. Der Zusatz nur musste sein. Ja, geil, ne? Nur. Von daher. Sanremo ist schon wirklich einmalig in der Kryptowelt, glaube ich. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der wirklich so viele verschiedene Kryptowährungen hat. Und ich habe einige in Asien kennengelernt. Und das Höchste, was ich kennengelernt habe, war einer, der hatte wirklich 89 Stück. Da dachte ich schon, das ist verrückt. Aber Sanremo hat es tatsächlich getoppt. Taucher, ich will in 2025 in Rente. Denkst, da ich auf Teneriffa abspannen kann. Es kommt immer darauf an, wann das System gestartet wird. Das kann dir wirklich keiner sagen. Ob das 24 kommt, 25 oder erst Q1 26. Das wäre für mich persönlich der Horrorszenario, aber es wird auch der letzte Starttermin für mich, wenn überhaupt, sein. Das musst du abwarten. Also, wie man ja schon öfters gesagt hat, wichtig ist tatsächlich, dass ihr ein Ziel habt, erstmal Ende November 25. Schauen wir, was bis dahin wirklich tatsächlich kommt. Von der Entwicklung und ob sie das System natürlich starten. Sonst sollte man tatsächlich davon ausgehen, dass ab Ende November 25 tatsächlich das System auch gestartet wird. Sanremo, ja, nur es gibt mehr als 20.000. Ja, da siehst du, du musst dich nur ranhalten. Ne? Die musst du nur noch voll machen, Junge. Da sind deine 284 ja noch lächerlich. Sonst war keine Ahnung. Ich hatte 12, habe mich dann von Cardano und Matic getrennt. War mir zu viel. Nur, oh, ich weiß nicht, ob Cardano ein Fehler vielleicht ist oder Matic. Startrampe. Heute Abend bin ich wieder besser drauf. Stream mit MC und der versammelten Gemeinde. Und mein neuer 3D-Drucker liefert krasse Drucke ab. Welten besser als der alte Anycubic Mega S. Okay. Sanremo, von welchem? Ach so, von Sei. Also, ja, wenn er vor 2 Monaten gekauft hat, was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt hier Dezember. Dann ist er wohl hier im Oktober irgendwo drin gewesen. Da macht sich auch nicht viel. 11 Cent, 10 Cent. Da um den Dreh hat er ja gekauft. Und jetzt ist er bei 25. Ja, hat er 100, über 100% plus. Ist doch gut. Mal abwarten, wo er dann im Bullenmarkt landet. Könnte sein, dass er vielleicht noch ein paar Dollar macht. Wer weiß. Johannes, ich bin in Sachen Anzahl Coins auch ein kleiner Fisch. Ich habe nur 21.
Ja, das ist mehr als was ich habe. XRP Jung, also sei jetzt kaufenswert. Abwarten, Sanremo sei 12 Cent. Na, siehst du. Neo Crypto, HKCM hat heute PayPal empfohlen. Okay. Ja, gut, ich habe den auch schon seit Jahren im Hinterkopf. Ich habe ja immer gehofft, dass ich in der Kryptowelt so ein bisschen was mehr jetzt mache, jetzt die letzten anderthalb Jahre, dass XRP mal loslegt. Dann hätte ich nämlich PayPal-Aktien auch wahnsinnig viel gekauft. Weil, wie gesagt, ich halte an den Gedanken immer noch fest, dass PayPal tatsächlich die größte Kryptobörse der Welt wird. Da wird sogar Binance lachhaft aussehen. Cambeam, ui, Veracity hat gerade eine kleine Kerze nach oben. Ja, hoffe ich doch. Aber wie gesagt, die Kurse interessieren mich jetzt im Moment alle nicht, ne? Also, wie gesagt, ich kaufe noch entspannt weiter und. Also, sie müssten ja eigentlich auch Ende Dezember wieder oder Anfang Januar wieder eine schöne große Kerze haben, weil sie kaufen ja wieder vom Markt zurück. Ja, jedes Quartal. XRP, Jungs, wäre dann mein 20. Coin-Token. Jo. Sanremo gekauft und verkauft, ist in meinem Trading-Portfolio. Ja, das machst du ja auch noch nebenbei. Also du weißt schon, wie du deine Zeit echt sinnvoll verwendest. Daran gehört jetzt mit sei auf, sonst muss ich mich damit auch noch befassen. Du, das mache ich auch nicht. Ich freue mich für alle, aber den werde ich mir nicht holen. Trillicoin Sanremo ist auf jeden Fall schon mal ein Wal in der Menge an Coins halten. Jo. Sanremo, PayPal hätte ich nichts dagegen. Bin seit langer Zeit im Minus damit. Ja, nee, da muss man sich keine Sorgen machen. Also PayPal, da denke ich auch, der kriegt noch bald einen richtigen Höhenflug, ne? Neo Crypto Coinbase Aktie läuft auch gut. Falls fast alle Investmentfirmen, die ETF ausbringen wollen, werden ihre Bitcoin-Bestände bei Coinbase lagern. Da geht auch noch eine Menge. Naja, im Moment ist auch das Problem wegen Binance, ne? Binance verliert ja wahnsinnig an Kryptobestände. Die gehen ja alle jetzt zu Coinbase rüber. Startrampe PayPal habe ich noch nicht. Aber Coinbase bin ich gut im Plus bei der Aktie. Malatis, ich sage, bis 2027 müssen wir warten, wegen BlackRock. Die werden diesmal Zeit schinden, damit die meisten ausscheiden. Das glaube ich nicht. BlackRock will so schnell wie möglich mit dem ETF starten, weil das Geld bedeutet. Ist nur ein bisschen blöd, was sie da machen, weil das würde ja vorm Bitcoin-Halving sein. Vielleicht wird noch irgendwie das hinbekommen, dass es nach dem Bitcoin-Halving zugelassen wird. Das wäre natürlich traumhaft. XRP Jung, PayPal habe ich 8,5 Stück. Kennt ihr Flup Harel aus Dubai? Der hat ca. 1 Million in PayPal gesteckt. Nee, kenne ich nicht. UK Remo, du hast ja schon 2 bis 3 Bullenmärkte durch. Bist du mit der gesteuerten Vielfalt besser im Schnitt gefahren, als wenn du auf nur 5 bis 10 Coins gesetzt hättest? Vermutlich ja. Brillicoin, ich sag gute Nacht und war schön. Dankeschön, freut mich. Ich wünsche natürlich noch eine schöne Nacht. Startrampe, ciao MC, ciao Jungs und Mädels. Muss leider jetzt in die Haier. Schau den Rest morgen auf YouTube nach. Gute Nacht. Musst du nicht, ich höre ja auch jetzt langsam auf. Muss ja jetzt noch gucken, wenig News und wahrscheinlich nochmal neu machen. Aber es wird spät abends sein, ohne Cam dann. Das mache ich dann vom anderen Rechner aus. Johannes, PayPal, gibt es da auch einen Coin? Wie heißt der? Gekürzt. Das Letzte, was ich weiß, das ist noch nicht zugelassen. Die wollen ja ihren eigenen Stablecoin rausbringen. Aber nein, von PayPal kannst du im Moment nur Aktien kaufen. Sanremo, ich habe so viel, weil ich auch trade. Im hohlen Portfolio habe ich nur um die 120. Naja, nur, ne? Ich finde das immer so schön, dieses nur. Ruhrpott, hallo zusammen. Wo kann ich denn am einfachsten Aktien kaufen? Du kannst bei Trade Republic, du kannst bei eToro, du kannst sogar bei Bitpanda, kannst du auch Aktien kaufen.
gibt genug Börsen, wo du das machen kannst. Oder du kannst auch über deine Hausbanken da was machen. Ne? Gibt genug Möglichkeiten, wie man außerhalb der Bank natürlich Aktien sich holen kann. Johannes, ja, danke, war wirklich schön, wenn man sagen darf, was man denkt, ohne angemault zu werden. Natürlich, kein Problem bei mir, ne? Jeder hat seine Meinung, das ist auch wichtig, das ist sehr wichtig für mich. Gute Nacht, liebe Leute, und bis morgen Abend. Tschüss. Ja, morgen 20:20 Uhr bin ich natürlich wieder hier. Ihr wisst ja, einer muss euch nerven. Von daher war auch wieder mega geil mit euch. Freut mich natürlich wieder. Und ja, wegen den News, ich muss mir das jetzt noch angucken. Ansonsten mache ich spät abends nochmal die News und dann gibt es das später auf YouTube nochmal zu sehen. Sanremo, ich konzentriere mich fast nur noch auf die Krypto. Was sie auch am meisten gewinnen, ne? Scheiß auf Aktien. Aktien sind wirklich über lange Zeit, muss man das sehen. Kryptomarkt maximal einen Zyklus. Und mit dem Trading, gut, das ist spannender als beim Aktien. Johannes, sag das mal Single Bear. Ach, der wird auch wieder ganz ruhiger werden. Keine Panik. Ottoran, ciao zusammen. Anton XRP, gute Nacht. Ruhrpotti, bis morgen. Sanremo ist wesentlich interessanter als Aktien. Ja, siehst du, wir haben eine Meinung. Deswegen investiere ich auch nicht in den Aktienmarkt, sondern in die Kryptowelt. Ist viel geiler. Und bis dahin sage ich auf Wiedersehen.